Also, achtet auf die Linienwahl, kleine Korrekturen. Hi, hier ist Marc und ich habe wieder ein Video für euch. Ich habe ja gesagt, oft mal kürzere Videos, ein Thema in einem Video statt sieben. Und heute auch ein bisschen Herbst und Winter relevant. Nasse Wurzeln. Ich habe schon mal ein Wurzelvideo an der gleichen Stelle hier gemacht mit dem Fabi. Und das werde ich auch nochmal hier verlinken. Ich hoffe, dass ich da keine Tipps damals vergessen habe. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber so viel hat sich nicht geändert. Ich versuche nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar, ihr wisst, jetzt gerade im Winter sind die Wurzeln oft nass. Also da, wo man sagt, im Sommer, wo die, vor allem in diesem Sommer war es ja sehr trocken, da hat man immer gewusst, das hat guten Grip. Jetzt sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Gerade wenn schon viele Biker über die Wurzeln gefahren sind, werden die dann auch immer glatter. So, also jetzt seht ihr hier die nassen Wurzeln, häufig auch in Kombination mit Laub. Hier ist gerade wenig Laub, weil es ein Nadelwald ist. Wenn man die unterm Laub die Wurzeln nicht sieht, dann wird es richtig tricky. Da muss man sehr konservativ fahren und reaktionsbereit sein. Also, wir fangen an mit dem Material. Ihr seht, ich habe hier mein schönes 2003er Bike, was ich für Videodrehs oder privat immer noch mal gerne fahre. Und lasst ruhig noch mehr Luft raus. Seht ihr schon, ich kann hier richtig reindrücken, als wenn ihr normal fahrt, weil ihr braucht auf diesen nassen Wurzeln, braucht ihr diese extra Portion Grip. Und natürlich ist ein Kompromiss, wenn ihr sehr felsige Trails habt, zu gucken, dass ihr mit dem Luftdruck nicht zu weit runter geht. Fahrt vielleicht tubeless oder wie nachdem, oder habt einen Durchschlagschutz noch im Reifen. Ich habe jetzt hier ganz normal, klassisch Fett Albert Reifen, Schwalbe, gute Gummimischung, guter Grip auf jeden Fall. Und natürlich ist auch der Grip da begrenzt. So, schaut euch das jetzt mal an, weil es gibt diese Regel. Ihr werdet diese Regel kennen. Die klingt immer so schön. Fahrt die Wurzeln möglichst in einem rechten Winkel an. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Also, dass man nicht so eine schräge Wurzel reinfährt, weil man schneller wegrutscht. In der Praxis seht ihr hier, das wird ein bisschen schwierig. Eine Wurzel kommt selten allein und viele Wurzeln, und die liegen nicht alle im gleichen Winkel. Also ist es wichtig, dass man auch Vertrauen gewinnt. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Ihr müsst, wenn ihr nasse Wurzeln fahrt, natürlich eine gute Fahrtechnik haben. Das Handwerkszeug muss sitzen. Ich habe jetzt auch gerade schon gesagt, Reifendruck und sowas kann man halt noch verändern. Das ist natürlich alles möglich, aber Zentralposition, hängende Fersen, sauberes Bremsen, Erfahrung muss schon da sein, bevor ihr schwierige Trails mit nassen Wurzeln fahrt, sonst werdet ihr Probleme kriegen. Und ihr seht jetzt hier, die Wurzeln haben auch verschiedene Durchmesser, und da ist es wichtig, dass ihr schön geschmeidig in den Gelenken seid. Dass ihr die, euer Rad unter euch arbeiten lasst, wie in dem anderen Video schon gesagt, und nicht steif werdet, die Arme gerade macht und dann nur noch herumgebounced werdet. Dieser Trail ist recht breit. Ich kann hier korrigieren und dann noch vor der Wurzel einen kleinen Schlenker machen. Wenn das geht, nehmt es mit, damit das Vorderrad nicht wegrutscht. Und ich werde euch mal vormachen, was passiert, wenn man die Korrektur nicht macht. Das seht ihr jetzt hier. Also, wenn ihr die Korrektur nicht macht, dann kann es sein, dass euer Vorderrad wegrutscht. Und wenn das Vorderrad wegrutscht, ist man oft schnell schon in Sturzgefahr. Wenn das Hinterrad ein bisschen wegrutscht, kann man es oft noch abfangen. Jetzt gebe ich euch noch zwei Top-Tipps, wenn ihr eine nasse Wurzel recht spät seht, die im doofen Winkel liegt. Ihr könnt natürlich euer Vorderrad auch anlupfen. Das werde ich jetzt mal hier machen. Und wenn das Vorderrad um die Wurzel ist, ja, müsst ihr gucken, ob ihr das Hinterrad danach chronologisch auch noch nachzieht oder ob ihr den Winkel schon so weit korrigieren konntet, dass ihr das nachrollt. Weil über eine Wurzel kann natürlich auch das Hinterrad wegrutschen, nur dass man die Aktion abbrechen muss. Also, ihr fahrt hier lang, seht die Wurzel und dann das Vorderrad kurz leicht machen und weiter. Also eine kleine Onboard-Simulation für euch. Ihr seht hier die Wurzeln, und weil der Weg relativ breit ist, kann man noch situativ die Linien auswählen. Also, ich zeige euch das mal hier, zum Beispiel hier vorne, direkt hier vor mir. Da könnte ich auch hingehen und abziehen. Vor der ersten Wurzel abziehen, dahinter landen. Muss man gucken, wenn man
Das kann man natürlich machen. Was man auch machen kann, halt so ein bisschen Zickzack fahren. Man sucht sich die Linien. Ihr kennt das aus vielen World Cup Videos, unter anderem von dem YouTuber Ben Cathro, der immer diese ganzen Linien analysiert. Ne? Da rechts muss man vielleicht einmal da lieber rechts fahren, kostet das mehr Zeit oder ist das sicherer oder besser abziehen über die dicken Wurzeln drüber. Und ja, jetzt seht ihr hier mehrere Wurzeln, wo man auch sagen kann, ich bin der Typ, ich ziehe lieber ab und lande dahinter, anstatt mich da durchrütteln zu lassen und das Risiko zu gehen, dass ich über die nassen Wurzeln wegrutsche. Also der wichtigste Tipp für nasse Wurzeln liegt natürlich hier, die Scheibenbremse und in eurem Finger, der sie dann betätigt. Und ich kann euch das sagen, also ist natürlich viel Erfahrungssache, aber wenn ihr zum Beispiel wie hier nasse Wurzeln habt und es ist noch steiler, das zum Beispiel in der Enduro-Strecke, vom Enduro-Rennen in Willingen immer, da gibt es so ein paar Stellen, da muss man wissen, wo ist der Punkt, wo man noch genug Grip hat, um auch die vordere Bremse, die ja bergab so wichtig ist, ihr wisst, wie wichtig die Vorderbremse ist, ja, aber es gibt Stellen, und das sind Stellen mit nassen Wurzeln im Steilen, wo die Vorderbremse auch richtig gefährlich ist. Das heißt, man muss wissen, wo lässt man die Vorderbremse kurz weg oder benutzt sie nur ganz wenig. Also ich mache es wirklich häufig, dass ich dann kurz ganz wegnehme, damit mein Vorderrad nicht über diese nassen Wurzeln wegrutscht, weil ich im falschen Punkt gebremst habe. Und man sieht ja, danach kommt wieder normaler Boden und da hat man wieder mehr Grip und kann die Geschwindigkeit, die man dadurch dann aufgebaut hat, wieder leicht regulieren. Also es ist ein Erfahrungsding, aber wenn es richtig nass und matschig und fies ist, werden auch viele Profis sich da mal verkalkulieren. Solange man sich nicht schmerzhaft hinlegt und nur einen kleinen Wegrutscher hat, kann man auch mal drüber lachen, wenn man dann im Matsch liegt. Ja, 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 die lieben nassen Wurzeln und wir Biker. Also der letzte Tipp, ich gehe jetzt mal ein kurzes Stück hier mit euch hoch, ist natürlich der Tipp, den man eigentlich immer hat bei solchen mentalen Geschichten. Und zwar ist es so, ihr wisst, Step by Step. Also die Grundregel, die so klar ist, aber häufig auch missachtet wird, wenn ihr natürlich wisst, da ist ein fieser Trail, der schon im Trockenen steil ist, mit Wurzeln, und ihr denkt, okay, ich fahre bei jedem Wetter, dann fahre ich den mal gucken, kann es sein, dass ihr dann völlig überfordert seid und dann auch verkrampft werdet, weil der Kopf merkt das und dann auch in Sturzgefahr geratet. Also deswegen lieber erstmal so wie hier, kleinere Wurzeln, wo es nicht ganz so steil ist, nehmen, die bei Nässe, ein Gefühl dafür zu kriegen, wann ist der Punkt, wo das Vorderrad so ein bisschen wegrutscht. Wenn das Vorderrad ein bisschen rutscht, heißt es ja nicht, dass es komplett direkt auswäscht und man stürzt. Man muss sich auch an diese Situation gewöhnen, wo es mal so ein bisschen hin und her bounced, das Fahrrad, und auch die Reifen vielleicht mal ein bisschen sliden, wo man aber noch nicht direkt stürzt. Also diese Routine, diese Erfahrenheit, stürzt euch bitte auf die nassen Wurzeln, wenn ihr seht, fahrt die, aber erstmal leichtere, kleinere und dann Schritt für Schritt steigern. Und es gibt sicherlich auch Grenzen, wo man sagt, ich steige lieber ab. Das mache ich zum Beispiel immer bei Holztreppen im Wald. Kennt diese Holztreppen mit so runden Holzdingern? Wenn die nass sind, die sind wie Schmierseife, dann steige ich ab. Also ich könnte es ja versuchen, aber da lege ich mich nur auf die Nase. Das muss nicht sein. Genau. Super, ich bedanke mich, dass ihr das Video angeguckt habt. Ich habe jetzt nicht so viele Fahrszenen drin, weil es mit der, wenn man sich selber filmt, gar nicht so leicht ist. Und ich will euch motivieren, inspirieren. Seid locker auf dem Rad, zentrale Haltung, hängende Ferse, gutes Gefühl für die Vorderbremse, gutes Gefühl, wann kann man sie gut nutzen, wann muss man sie kurz ablassen. Das sind wichtige Dinge. Sammelt die Erfahrung und ja, dann habt ihr auch Spaß mit Wurzeln im Nassen, weil es auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man es dann schafft, wenn man seine Ängste überwunden hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt für den Kanal. Ich habe noch einiges vor, sage ich schon länger, aber Schritt für Schritt, jetzt mit Nachwuchs und so, hat sich ein bisschen verzögert, aber es wird auf jeden Fall cool werden. Und danke an alle treuen Follower und Like, Kritik, alles gerne. Und ihr könnt euch ruhig nochmal über mein hässliches Fahrrad schimpfen. Macht's gut!